Die Damen und die Herren, ich begrüße euch da ganz herzlich heute zu unserer Gemeinderatssitzung vom 1. Juli. Das ist mein Last. Auf hier kommt hoffentlich noch viel, viel dabei. Wir fangen wie immer mit Weeklo und Personal, Affären an Punkt 1 als außergewöhnlicher Punkt auf der Dare-Sendung. Da geht es darum, für meine Nachfolger zu bestimmen. Bis lo haben wir just einen Kandidat, den gemeldet ist, von Seite von der Majorität. Wenn keine andere Kandidatur fehlt, da gingen wir über die Proposition von der Majorität, den Herrn Gischholtz als Bürgermeister zu bestimmen, aufstimmen. Wie das keine Kandidatur fehlt, dann machen wir das doch. Du kannst aber eine Kehre machen. Die Minute um ja. Ding nachgemengt zu machen. Einfach so gemacht. Das ist nicht so schlimm wie beim Hauptmann von Köpenick. Das Käse auch nach vorne aus. Wir haben einfach nur für 2 Minuten zu gemacht. Aber wir wollten da logisch heute mal ein ganz kurz Merci suchen für alles. Für die vierte Summen habe ich die mit der hatten. Und wie das so viel ist, aber wir haben dort gehabt, wir geben symbolisch etwas schenken. Das ist ein gut Fleisch, die Leute, und wir haben es gemacht in der Tür, wo es der Bäumester gibt. So kannst du dann daheim degustieren, wie dann die Jahre waren oder wie sind. Kannst du das dann sicher auf der Zunge, kannst du das da genießen. Und dafür haben wir uns alle heute ein vielmals Merci an genießen. Merci sehr. Also das ist auch ein guter Merci. Ich meine, ich war ein Vorzeit für mich, weil ich in die Menschheit zu lernen und gemeint habe. Und dann ist alles verdient. Ich weiß, fand mal schwer, ich hatte zu sehen. Herr Paulus, der letzte Gemeinderat hat er hat in dem Moment, wo wir das Gespräch abholen, die letzte Amtshandlung nach nicht. Trotzdem zeichnet sich auf, es geht auch benennen. Wie ist Ihr Gefühlslage im Moment? Erleichterung oder vielleicht einfach ein bisschen Melancholie? Ja, das wie der selbe so, dass beides einerseits eine gewisse Erleichterung, dass in die enorme Verantwortung kann weitergehen, aufgehen, und andererseits natürlich. Die denken auch schwer für Taus zu verlassen, weil die Hörin aber immens flott souvenieren haben und die all die Jahre. Erleichterung also, wenn es der Responsabilität ist, ist das schon etwas, was auf einem Lärst war? Ja, bei Belastung, so ging es natürlich wahrscheinlich nicht so lange mehr, wenn du den Belastung empfangen hast. Das habe ich auch, wenn ich nicht auf der Gemeinde hast, mit 4 Runden, egal wie, denke ich nicht mehr auch in die Gemeinde. Das ist auch ein eigener Zeitaufwand. Wie viel Zeit kannst du das Bürgermeister? Sie sind in einer Gemeinde wie der Kirchner. Ja, mein Kirchner ging ich so, und da denkt davon auf, wie in seiner Gemeinde will feiern. Wenn in Lo, ich sag mal, Deputé mehr wäre, dann müssen wir da natürlich auch nicht durchgehen. Aber wenn er sich rein auf seine Gemeinde konzentrieren kann und will ihn wirklich nur beim Bürger sein, dann muss er quasi alle auf der Gemeinde sein. Ich ging so mindestens 20 Bürostunden die Woche, plus dann all die Seancen, die dann nur für Jahre oder die Weekend aufhören, kommen natürlich dabei. Die werden nicht immer ein Kirchner Sozialist, die werden allerbest ein Mieseler Gringe, wenn ich es so kann. So, der Tisch, die sieht irgendwann an den 80er an die Gemeinde geplündert. Gerade zu der Zeit, wo über einen Industrietreckstipp auf Hebisch diskutiert, Ginassan. Ihr wollt ja nicht die weiten Wege machen von der Mosel, hier hin, um dann neben den Industriedreieckstipp zu setzen. Und so ist am Anfang der politischen Engagement gekommen.
Ja, da sind wir effektiv. Ich bin ein Miesele, aber da geringen, weiß nicht auf der Musel, das ist ganz klar. Ich bin 3 Jahre an der Stadt gewesen, in meinem Studium, und dann bin ich dann hier im Westen mich näher gelöst, 1988. Und das war eben gerade die Zeit, wie die ganze Debatte im Hebicht losgegangen ist. Und ich habe mich da ein bisschen mit engagiert, aber wirklich nicht mehr an der zweiten Reihe, habe ich schon mal durchgepackt. Und ja, in dem Moment war natürlich der Weg an die zwei Regierungsparteien, die Hebicht zu verantworten hatten, die waren nicht möglich. Ich wollte doch nicht mich irgendeiner Partei in dem Moment durchschließen. Ich bin eben einfach in der Kommunalpolitik rangerutscht über die ganze Problematik, weil mich das wirklich besser gefoxt hat, dass du so eine Deponie da könnt, gerade da, wo du dein Terrain gekauft hast. Über den Alternativ löscht sie da dann noch. Am Gemengerot gelandet, für dich dann an der Opposition. Die Mischpolitiker, so die Opposition, das ist nicht. Ist das so? Bon, für mich waren die 6 Jahre an der Opposition, an dem sind gut Lehrjahre. Ich ging dazu und das nicht. Muss ich die Rolle als Oppositionspolitiker akzeptieren, aber wenn sich da konstruktiv rabringt, dann ist das doch schon mehr. Und wenn ich natürlich just wie könnt, an getauscht möchte, an darum seinen Weg geht, dann kriegt ihr sicherlich keine Satisfaktion mehr, wenn ihr sich konstruktiv abbringt, da gibt noch mal Ideen von einem Zweck behalten. Und dann merkt ihr, dass der da auch mehr ist. Und denkt davon auf, wer den daraus mischt. Für allem werden für mich Lehrjahre, wie dass ich euch ganz kurz an der Gemeinde war, als ich 94 an der Gemeinderat gekommen bin. Da habe ich mal auch die anderen Ortschaften außer allem kennengelernt. Und nur eben noch all die Facetten von der Gemeinde kennengelernt. Wenn ich da direkt an Verantwortung gekommen wäre, das wäre wahrscheinlich ein Schritt zu sehr gewesen. Mir ist sicher, wäre dann in Ihrer Lebensplanung nicht viel gewesen, für dann unbedingt auch mal weiterzuführen, überhaupt an der Gemeindepolitik. Es hätte doch keinen Sinn, dass es sich ob die Zeit mit der Alternative löscht, reduziert hat. Aber du kommst der LSRP-Klappe. Ja, das war zum Schluss vom Mandat 99, hatte ich für mich eigentlich dezidiert, abzuhalten an der Gemeindepolitik, einfach eben, weil die hebische Problematik nicht mehr da war und weil auch die ganzen Leute, die auf der Lust waren, sich nicht mehr engagiert haben. Das ging ziemlich lang da und das fand ich auch nicht sinnvoll, fand, für das Versichern dann aufrecht zu halten, zumal es mit dem Hauptsujet ja auch verschwunden war. Und ja, du wolltest einen Job halten und du in die Parteien ist auch alle gut, die mich kontaktiert, für Matze zu gehen. Und ich habe mich dann eben für die LSAP entschieden, weil ich da auch viel nicht mehr nachstehe. Ja, dann sind also zurück auch du an der Gemeinderat kommen, irgendwann an der Chefenrat kommen, wo du 15 Jahre wärst du von 12 als Bürgermeister. Und Bürgermeister sind am Anfang gegeben, weil er Viergänger plus minus dasselbe gemacht hat, wie das, was dir los macht. Ja, genau. Den hat auch also ein bisschen mit mir frei. Aber im Prinzip das selbe Szenario hat mir Halsdorf demissioniert. Da habe ich gefragt, damals, zwar schon ein paar Monate für drin noch, eher in den anderen nicht gewohnt geht, als ob ich die Charge will überholen. Und ich habe mich wirklich lange überlegt. Und weil ich auch eben familiär Bedenken habe, ich bin ja ein Junge, der behindert ist. Und familiäre Herausforderung ist relativ groß. Und ja, wie meine Frau, du aber gemeint hast, ich soll es dann einfach machen. Wenn ich dann nur einen Monat Bedenkzeit zeuge, so, dann du hast die Sache dann am Februar 2004 erlassen. Ich meine, es macht nicht viel Sinn, für all die verschiedenen Projekte durchzugehen, die in der Verantwortung entstehen. Vielleicht kann ich einfach durchaus herauslesen, die allgemeinen Entwicklungen an der Gemeindepolitik, all die neuen Chargen, die auf Gemeinden zukommen, sind an der Zeitspanne, wo dir Bürgermeister wird, wo vielleicht das macht ganz, dass hier neue Verantwortung an allem, was keine Betreuung ist. Ja. Das war in dem Moment, wie ich bei Meister gesehen habe, da war der Wolle Schaul, den hat mein Viergänger, den hat ganz viel am Bereich Infrastruktur und auch an der Schule gemacht. Und er hat natürlich auch schon eine Kanalbetreuungsstruktur abgebaut, aber die war nach Rheinkirchen, Garderie, um das die Zeit genannt. Da war keine Konvention, da war kein Agreement, da war am Anfang ein bisschen. Ein bisschen auch gefährlich an dem Sinn, wenn ein Kerbs passiert wäre, hätte das können problematisch gehen. Anträumlichkeiten wären natürlich auch plätzeweise desolat, sodass ich da direkt müsste dann die Charge überholen und mich da engagieren. Weil das ja dann noch durch einen Überruf löserlös mehr kanalisiert ging, als an die Maison Relais überall entstehen sind, da sind wir natürlich auch durch das Boot gesprungen. Das hat natürlich bedingt, dass ein neues Gebäude ein bisschen adaptiert ging.
das, was wir Kantin genannt haben, als Kehlen, dass du auch umgebaut gehen, den Normen entsprechend, den Vorschriften entsprechend adaptiert gehen, das ausgebaut gehen, Käsebild das ausgebaut gehen, und nachhinein auch nach der Präkost zu allem ausgebaut werden, dass auch dort eine Struktur der Kühe auf der Platz ist. Und das war mal am Anfang all die Sachen, die all die Jahre gelaufen sind. Natürlich noch die Service ein bisschen abbauen, weil von Jahr zu Jahr sind immer mehr Kanner gekommen. Wir sind am Anfang immer rum, dann abhängig von unserem Zügsee oder abhängig von den Besuchern von den Leuten, die an dem Bereich natürlich ganz stark geklommen sind. Wir zählen heute rund 300 Kanner an die Langschuldig, die mit das Essen auch versorgt bei uns. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Auch die ganze Ernährungsproblematik haben wir als Löserlös angepasst. Wir schreiben halt Bordereien aus mit regional. Essen muss draußen vertreten, Produkte müssen verschafft gehen, und auch Bioprodukte müssen verschafft gehen. Das ist auf den Cent festgelegt, wie viel das Minimum für alle Kategorien muss sein. Das ist enorm, da ist eine enorme Entwicklung geschieht. Ja. Die Menge ist auch extrem natürlich gewusst, wie quasi alle Gemengen am Land gewusst sind an den letzten Jahren. Das ist ja eine ganz spannende Diskussion, die auch im nationalen Plan gefeiert wird, wie groß soll man gehen, werden man gehen, wollen man gehen. Und daraus entsteht die Frage, kann ich Wurstum steuern? Was soll dir du als Gemenge responsable? Ja, kann den Wurstum schon in einem gewissen Maß steuern, an dem Sinn eben als einem PAG, wenn man den definiert. Festlegt, wie viele Baulandreserven da sind. Ne? Aber natürlich hat da nicht die eigene Entscheidungsgewalt. Bei uns ist es so, dass wir PAG hatten, den aus ganz 18 Jahren definiert ging, also irgendwann, ich meine, 1987 definitiv genehmigt ging. Und an dem PAG waren noch enorme Baulandreserven dran. Sodass, wenn die alle Götter kommen wären, die Proprietäre von den Ländereien, dann hätten wir natürlich Rekordwurstum gekriegt. Wie das aber so ist, haben sich auf vielen Plätzen kein Interesse gebildet, für die Ländereien zu erschließen. Und an dem Sinn, als Anfang der Bevölkerungszahl so gut Zeit war es zurückgegangen. Also am Anfang von meiner Mandatsperiode war die Bevölkerungszahl nach leicht am Rückgang, also Anfang 2000 waren wir nach leicht am Rückgang, weil eben aus den großen Städten, die aus den 18, 19 Jahren entstanden sind, die Leute aufgewandert, die Juren aufgewandert sind. Und das hat sich verloren umgedreht. Mit der Wurstung aus allem für ein Gemengerum am Stadt Lützeburg relativ moderat. Wir kommen so just, wenn es gut geht, ab den 1% Jahr an der Moyenne. Das wird vielleicht ein bisschen zuholen demnächst, aber das geht aber auch nicht dramatisch. Okay. Mir hängt mit der Wurstumsproblematik hängt natürlich auch all die Frage von Mobilität zusammen. Und das ist eben der große Problem, wo Mayen von der Gemeinde auch limitiert sind. Ja, das muss ich hinholen. Könnt ein Kirchner Kantor nicht mehr? Ich weiß, der Verkehr und das eh von den Problemen, die sich an dem Wurstum verstoppen. Einerseits muss er auch seine Infrastruktur und Schulgebäude und alles muss adaptiert gehen, muss neue zeitfristgerecht neue Gebäude durchstören, neue Klassen entstehen. Da muss er schon langfristig am Voraus planen, aber das kriegt er nach mit den kommunalen Mitteln, soweit so und durch sie vorausgesetzt, kriegt er das nach selber an den Griff. Da wird mir schwer, also eben Sachen wie den Transportsteuer und alles, was von außen rackt, wo wir keine Entschädigungsgewalt haben, das ist ganz schwer. Und wenn wir nicht ich gehe auch so in den internen Wurstum, den er so marginal par rapport zum Verkehrsproblem, dass ich das einfach nicht vergleichen kann. Den Verkehr, den wir selber gerieren, oder den 1%, den Biken von Leuten, das sind ein paar PKW, der mehr, vielleicht auch mal ein Kamion, den etwas liefert. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist eben die Achse rund um die Stadt Lützeburg, der Quadrant, wo kein Kontournement ist, der fehlt, die sichern die Leute, die sich am Land bewegen, mit dem Kamion oder mit dem Auto, die sichern den und die fanden den eben, an dem sie quer durch ein Gemeng führen, ein Gemeng, ein nobisch Gemeng von mir, ein nobisch Gemeng von Mama. Sie machen die Feiern rum und die Stadt durch uns gemengt zu. Und das ist eine große Belastung. Das ist sicher frustrant für Ihre Gemeinde responsable, weil den wahrscheinlich die Zufriedenheit von den Leuten zu spüren, kriegt an kaum Meilen, hat für etwas zu machen. Ja, so ist es. Die
die Belastung, die die Leute tun, die ich sehe, dann eben oft, und dann noch eins ganz nervös, oder wie ich das beschreiben soll, ziemlich sack und alles weiter. Und wir stehen dann noch ziemlich machtlos da, wir können sie dann noch nicht mehr weiterreichen als Autorität Superior. Und die, von da aus ist natürlich ganz schwer, im Moment gesagt nicht, nur ein Kantonement von Kiel hinaus, leider nicht, weil das Versprechen, was der Minister hier zu Kiel für ein paar hundert Leute gemacht hat, bis nur auch noch nicht angehalten, genauso hin, dass er so versprach, den Kamionsverkehr an unserer Gemeinde zu verbieten. Aber darum sind wir leider auch zufrieden, weil kein Kantonement könnt, mehr. Am Moment haben wir wieder das dient, nach der Dänheit und die Unzufriedenheit von den Leuten, vor allem die, die auf dem Herbdach wohnen, sind am Anfang just die. Die klemmt natürlich weiter und die geht weiter strapazieren und das ist immer schrecklich leid, dass wir da an dem Dossier am Moment nicht vorkommen. Lass mal vielleicht mal eine positive Note abhalten. Was ist an Ehren an die schönste Realisation, die man der Amtszeit verbunden hat? Die Arbeit zu klassieren, das ist schwer zu suchen. Ich meine, eine von den Sachen, die am Anfang, die mir wirklich auch ein Herzenssache war, war das Artikel von dem Centre Medical, die wo die Gemeinde am Anfang just ein Terrain gestaltet wird, dann der Rest, dass sie privat finanziert gehen, das war schon nicht ein guter Depart. Und den habe ich immer als immens flottes Projekt in Erinnerung, weil wir hatten da eben direkt von der Gelegenheit profitiert. Wir wussten, dass eine Konzession für eine Pharmazie freigehen am Kanton Kapellen, und wir haben direkt Dach drauf den potenziellen Abtick der Einsätze gehabt und haben das Projekt schmackhaft gemacht. Du musst einen Architekt von der Gemeinde, mit dem wir das konnten, an engster Zusammenarbeit spannen, ein Jahr auch das ganze Centre Medical auf B stellen. Das wäre natürlich eine super Erfahrung. An Lolas gelesen von verbauten Chantien, andere Projekte, die schönste Souvenir aus der Zeit als Bürgermeister? Das schönste Souvenir ist einfach, dass ich all die Leute kennengelernt habe, da draußen die Bürger immens flott Kontakt hat mit den Leuten, eine Woche am Gemeindehaus, entgegen allen Behauptungen, da draußen die liederlichen Beamten, kann ich just sagen, dass wir hier ganz glücklich aufgestellt sind, dass wir super funktionieren und dass wir an unseren Gemeindeservices top besetzt sind. Und, an dem Sinn meine ich ganz gerne, gehe ich mir los, mir so nicht machen. Schluss als Bürgermeister, ich gehe in die Tasche ganz gerne mit gutem Gewissen weiter, weil ich weiß, dass die Voraussetzungen für meinen Nachfolger ganz gut sind. Merci vielmals und all Gutes. Ja, merci, Herr Molito. Schulfest 2016 an der Zentralschule zu Kielen war einerseits ein ganz normales Schulfest, mit allem, was du Spieler, Kasten, Gedrängs dazu gehört. Es war aber auch an doppelter Hinsicht ein spezielles Schulfest. Erstens, weil es den Aufschluss war vom Projekt mit den vermeisen Totemen, die ganz theoretisch am Schulhof abgestellt sind. Der PRS das ist der Plan de Réussite Scolaire, an den als über drei Jahre, wir sind nur am zweiten Jahr fertig. Das erste Jahr, das war 14-15, da haben wir einfach mal geguckt als Schule. Wenn ich so als Schule meine, ich Lehrpersonal, aber auch ältere Vertreter und auch Schülervertreter. Weil für die, die nicht wissen, wir haben nämlich ein Schülerkomitee. Und die drei haben sich schon durchgesagt und haben geguckt, was für sie wichtig wäre, was für Werte für ihre Schule wichtig wären. Und da haben wir uns am Anfang auf 8 Werte konzentriert oder basiert. Und die will ich noch feststellen. Die Kruten kann dann nämlich auch so am Monatsrhythmus immer altersgerecht an ihre Klassen vorgestellt und sie gehen darüber sensibilisiert. Und zum Schluss von dem Monat tun wir dann Al-Kaya-Sai am Amphi kommt ganz schön zusammen. Das sind dann 400 Kanner gewischt. Und dann haben wir dann zu all Wert in so ein Totem abgeriecht. An die Werte sind Ruhe, Engagement, Selbstständigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Kooperation und Toleranz. Aber wenn in die ersten Buchstaben von all denen einzelnen Werte andere nicht setzt, dann kommt den achten Wert dabei heraus. Respekt. In
zweiten, ein spezieller Punkt im Programm vom 2016. Schulfest war eine Schagiverrichtung, die aber auch etwas mit dem Projekt über die Werte zu dienen hat. Am Kader von einem von den Totemen und zweiten Engagement hatten wir zusammen ein älteres Komitee mit der Schule, mit dem neuen Personal- und Engagementslauf organisiert, den hier um SIT war. Und wir hatten uns ein Ziel gesagt. Ziel war, 600 Leute zusammen zu kriegen auf dem Lauf. Das wird sich auch abgedeelt auf 400 Kanner, 30 Enseignanten. Und dann hat man noch 170 Freiwillige, respektive Ältere gebraucht, die gelaufen wären. Das Resultat war nicht schlecht. Es war kein 600, mehr 570. Wie wir dann Kies gemacht haben, respektive die Älteren, die sich engagiert hatten, die Kinder zu unterstützen, oder die Familie, die Bub, die Cousine, der Bub, den Opa, was einem so alles auffällt, haben wir dann die letzte Woche die Kunde gemacht. Und ich kann nicht sagen, wir waren richtig gefeiert. Weil da sind zum dabei rauskommen, ich so nicht so ganz kurz. Hat er alles verstanden? So kann der Ruhe schon klappen, denke ich. Lass uns nicht sagen, denke ich, dass das Mikro zu ganzen 19.000 Euro zusammenkommt. Aus den 19.000 Euro gaufen drei Dickschecken für unterschiedlich gut Zwecke. Zum Gauf abgedeelt durch der Fondation Krebskrank Kanner, der ASBL Never Give Up und der Ralyps. Als Direktor von Binswerde Bindner redet mir gut, ich all heize gesehen. Das ist ein schönes Kado für den Geburtstag. Dafür vielmals merci, der Kado passt. Dass wir heute zusammen feiern, hat seinen Ursprung am 19. Jahrhundert. Demals, genau 1890, hat Thomas Müller sich zu Koppelöst als Schreiner niedergelassen. 1913, als der nun Bindner ans Spiel kam, wie der Pierre Bindner, mein Großpap, dem Schreiner Müller sing durch da, also mein Großmann bestürzt hat. Das war der Anfang von einer Geschichte, die bis heute dauert. Aus der Schreinerei Bindner, die 1947 nach dem Krieg von meinem Pap Robert überholt ging, als 1956 durch die Assoziation mit dem Art Binsfeld eine neue Entreprise entstanden. Eigentlich wird die Geschäftsidee von damals nicht ganz kompliziert. Der Robert Bindner an den Art Binsfeld hat ein einfach Zeichen von der Zeit erkannt und hat konsequent auf Komplettlösungen beim Verlehen von Bierdem, dem Bau von Trennwänden, dem Verlehen von Blätterchen und dem Montieren von falschen Plafangen gesagt. Damit wäre sie ein Zucht, echt Entreprise General für den Innenausbau. Und die Grundidee von denen zwei hat sich heute nicht geändert. Auch nicht darum, dass wir für die zwei Pioniere auf eigene Produktion setzen. Weil das uns erlaubt, besser, mehr effizient und noch mehr sicher zu schaffen. Wie ich 1992 die Firma von meinem Papa und von meiner Mutter überholt habe, habe ich nicht einen Blick gezeigt, als ich hier weitergeführt habe, wo die Generation 4 abgehalten hat. Wenn wir heute das sehen, was wir sehen, dann ist das Resultat von einer gewissen Kontinuität und dem Respekt von der fundamentalen Ausrichtung von unserer Unternehmen. Leifgäste, erlebt mir um 60. für uns allem unsere Mitarbeiter, den rund 85 von heute, aber auch all denen, die am Lauf von der Zeit her geschafft haben, ein großes Merci zu sagen. Ohne sie wären wir nicht das, was wir sehen. Der 60. als Anfang ihrer Feiertag. Merci, ich alle Gure. Merci, natürlich auch als Klienten, an die als Vertrauen schenken. Viele von ihnen machen das an der Jahren. Denen, die nur mir überholen, für uns alle, dem Tom Klein, dem Misch Packe und dem Guillaume Hensken, wünsche ich, dass auch sie als bescheiden Litzburg Success Story können weiterschreiben. Als innovativer Familienbetrieb, der weiß, wo ihr hier könnt und ob ihr das unter dem Strich auch könnt. Ich habe Fred Bindner kennengelernt für eine Reihe Jahre auf einer Weltausstellung. Ja. Mehr genau, nicht einer Weltausstellung, sondern noch mehr genau am Kader von einer Reise, die wir seinerzeit als Föderation, als Handwerkerföderation, auf die Weltausstellung auf Shanghai gemacht haben. Hier hat mich damals an den Gesprächen, die ihn auf so einer langen Gruppenreise an einem fremden Land zusammen feiert, noch weil ferm impressioniert mit seiner
Unabgeregtheit, an seinem klaren Blick für zukünftige Herausforderungen. Außerdem ist mir der Fred ähnlich wie eine Entrepreneurin aus dem Handwerk, die auch einige mehr weit wie just an der Grenze schaffen gegangen wären und dafür auch nach nur 10 Jahren Menge Südfrängen müssen Lektionen können zu gehen, niemals auf die Suche gegangen mit den Geschichten, die ihnen erzählt werden. Natürlich gemerkt, dass er eben mit einem gewissen Kaliber zu dienen hat und hier nicht nie müssen extra dafür insistieren. So ganz nebenbei, sind sie noch vorgehen, was Binsfeld, die Bindner, ich soll mal der Baby, also der Baby von heute, dass sie ein Spezialist sind an Sachen Innenausbau und dass sie sich auch ohne weiteres mit den Größten und den Besten aus der Branche auch an der Großregion können vergleichen. Als Handwerkerföderation ist ich natürlich ein bisschen höflich, wenn ihr gesagt, wie sich die Handwerk hier im Land, also in Betriebe hier im Land entwickeln. Aber ich möchte ihn so richtig stolz, wenn ihr dabei ihr Betrieb könnt, wie man ein Haut hier gesehen. Das sind geliefte Werte vom Handwerk, das ist eine Familie oder zwei, die haben durchstehen, aber es bestimmt nicht immer nehmen Friede, Freude, Eierkuchen aus. An, am Laufe der Jahre, wo auch mal ein Kreppes schiefgegangen ist, wo sich bestimmt durch solche gemerkt haben, den einen oder den anderen Abend, wie dann Paien im Ende vom Mond könnten bezahlt gehen. Auch die Mitarbeiter können und sollen sich mit ihrem Betrieb ruhig ein bisschen mengen. Schließlich sie sieht, die alltag am Betrieb und mit den Klienten dafür sorgen, dass BAB ein Begriff ist. Hier ist alle gut, die Familien haben den Betrieb und der Mitarbeiter, bravo für das Geleisten. Bravo. 60 Jahre sind ein langer Tag. Und da erleben die viel. Wir erleben die viele Changemente und die hat da viel mit erlebt. An der Gesellschaft und auch an der Ökonomie zu Lützburg. Und immer, wo die Reich können aufpassen. Die sind beim Konstruktionssektor und mit den technologischen Aussprüchen weitergegangen, gewusst, gerade so wie auch mit den Erwartungen an den Aussprüchen, der Besuchern von ihren Klienten, die auch immer mehr groß gehen. Die sind also wirklich richtig Stück Lützburg und ich meine, darüber können da, soll da richtig hoffrisch sein. Denn Erfolg geht euch ja auch recht. Mir bleibt just, ich denke, herzlich zu felicitieren. Auch die Familie von all den ihren Mitarbeitern, merci so für das Engagement, weil wenn die nicht mitmachen, dann geht nichts. Und ich weiß, dass es heute zu Kiel gut geht. Ich meine, der Bäuermeister, der sucht gut für seine Leute, seine Unternehmen. Und ich bin sicher, dass auch sein Successor an dem Sinn wird weiterfahren, weil dann ist ja für die nächsten 60 Jahre, braucht man sich keine Gedanken zu machen. Felicitationen, Enke, bravo und merci. Firma Binsfeld Bindner, als heute daheim an der Gemeinde Kirlen, sie als Frau heute zu sein, sie hat auch willkommen hier. Und ich meine, dass die Firma Binsfeld Bindner eine exzellente Relation mit der Gemeinde Kirlen pflegt und auch mit der Nopisch-Gemeinde weist, dass auch viele Invitien aus der Nopisch-Gemeinde, aus den Gemeinden der Schäferrot da sind. Eine Kontinuität, die lange ging aus am Kirlener Schäferner Gemeinderat. Den 60. Geburtstag von der Firma Binsfeld Bindner als selbstverständlich auch für die Gemeinde Kirlen ein wichtiger und remarkabler Tag. Ein erfolgreicher Familienbetrieb der fünften Generation mit über 100-jähriger Erfahrung an seinen Reihen zu haben, das ist ein Glücksfall für allgemein. Das Haus dreht nicht nur zum Abkommen von rund 100 Mitarbeitern dabei, sondern es dreht auch zu den Rezepten von der Gemeinde und damit zum Wohl von der Allgemeinheit bei. Als Partner wird die Gemeinde Kirlen oft mit der Entreprise Binsfeld & Bindner zusammen geschafft und das zur vollsten Zufriedenheit. Wenn bei großen Submissionen Binsfeld & Bindner den Zuschlag kriegt, wären wir immer zufrieden, weil wir wussten direkt, dass wir damit ein Valeur sûr am Boot hätten. Binsfeld & Bindner hat aber auch an diesen Jahren zusammen mit anderen Partnern mit der Gemeinde an die Realisation von der letzten Ausbauphase von der Kirlener Industriezone investiert. Dafür ist es flott, heute auf dieser Platz zu sehen, wie man mit viel Kreativität mehr aus seinem Sieg rausholen kann. Firma Binsfeld & Bindner ist dafür ein Paradebeispiel. Am Namen vom Chef der Gemeinderat felicitiere ich der Firma Binsfeld & Bindner
zum 60. Anniversär wünschen, mehr für Fred Bindner. An all seinen Mitarbeiter viel Erfolg. Ob ein exzellente Zusammenarbeit an der Zukunft, auf vielmals merci für alles. Liebe Fred, Eis und Unterstützung, aus dir an den Leuten garantiert. Gute Chance und merci alle Gute.